بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, bei den sich reihenweise Reihenden, dann den einen Schelteschrei Ausstoßenden, dann den eine Ermahnung Verlesenden. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Euer Gott ist wahrlich ein einziger, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, und der Herr der Osten. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Himmelskörpern, und als Schutz vor jedem rebellischen Satan. So können sie der höchsten führenden Schar der Engel nicht zuhören, und sie werden von allen Seiten beworfen, damit sie weggetrieben werden, und für sie wird es immerwährende Strafe geben. Außer jemandem, der rasch etwas aufschnappt und den dann ein durchbohrend heller Leuchtkörper verfolgt. Frage sie doch um ihre Meinung. Ist es etwa schwerer, sie zu erschaffen, als wen wir sonst erschaffen haben? Wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen. Aber nein, du wunderst dich, während sie spotten. Und wenn sie ermahnt werden, gedenken sie nicht. Und wenn sie ein Zeichen sehen, spotten sie darüber. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Und sie sagen, das ist nur deutliche Zauberei. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter? Sag, ja, und ihr werdet euch demütig verhalten. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Da schauen sie sogleich hin. Und sie werden sagen, O wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين Zu
Zu den Engeln des Gerichts wird gesagt: Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und es wird zu ihnen gesagt: Was ist mit euch, dass ihr einander nicht unterstützt? Nein, vielmehr ergeben sie sich heute. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen: Ihr kamt doch zu uns stets von rechts her. Sie sagen: Aber nein, ihr wart ja nicht gläubig. Wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten. So ist das Wort unseres Herrn gegen uns unvermeidlich fällig geworden. Wir werden bestimmt die Strafe kosten. Und so haben wir euch in Verirrung fallen lassen, denn wir waren ja selbst in Verirrung gefallen. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Gewiss denn, an jenem Tag werden sie an derselben Strafe teilhaben. Gewiss, so verfahren wir mit den Übeltätern. Denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Gott außer Allah, sich hochmütig zu verhalten, und sagten: Sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Nein, vielmehr ist er mit der Wahrheit gekommen und hat die Gesandten bestätigt. Ihr werdet bestimmt die schmerzhafte Strafe kosten, und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون Außer Allahs auserlesenen Dienern. Für diese wird es eine festgesetzte Versorgung geben. Früchte, und sie werden geehrt in den Gärten der Wonne, auf Liegen ruhend, einander gegenüber, wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes, und dadurch werden sie nicht benommen. Und bei ihnen sind solche weiblichen Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, mit schönen großen Augen, als ob sie wohl verwahrte Perlen wären. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Einer von ihnen sagt: Gewiss, ich hatte einen Gesellen, der da sagte: Gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten? Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt: Wollt ihr denn hinschauen? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Er sagt: Bei Allah, beinahe hättest du mich fürwahr ins Verderben gestürzt. Und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten gehören. Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben, außer unserem ersten Tod? Und gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften? إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg. Für ein solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der Sakkumbaum? Den haben wir zu einer Heimsuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. Sie haben ja ihre Väter im Irrtum vorgefunden. Und so sind sie auf ihren Spuren eilig getrieben worden. Vor ihnen sind bereits die meisten der früheren abgeirrt. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Und wir sandten ja zu ihnen Überbringer von Warnungen. So schau, wie das Ende der Gewarnten war, außer Allahs auserlesener Diener. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Und Noah rief uns ja bereits zu: Welch treffliche Erhörer sind wir fürwahr! Und wir erretteten ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal und machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Noah unter den Weltenbewohnern. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden.
Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Zu seiner Gemeinde gehörte fürwahr Abraham. Als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam, als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: Wem dient ihr da? Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben? Welche Meinung habt ihr denn vom Herrn der Weltenbewohner? Dann warf er einen Blick zu den Sternen und sagte: Gewiss, ich bin krank. Da kehrten sie ihm den Rücken. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Nun schlich er sich zu ihren Göttern und sagte: Wollt ihr nicht essen? Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Da kamen sie auf ihn zugeeilt. Er sagte: Wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut? Wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Sie sagten: Errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu den Unterlegenen. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين. Er sagte: Gewiss, ich gehe zu meinem Herrn. Er wird mich recht leiten. Mein Herr, schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er: O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte: O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten, und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu: O Abraham, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين
إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Abraham. So vergelten wir den Gutestuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Und wir verkündeten ihm Isaak als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Und wir segneten ihn und Isaak. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die Gutes tun, und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht zufügen. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Und wir erwiesen bereits Moses und Aaron eine Wohltat und erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Trübsal. Und wir halfen ihnen. Da waren sie es, die Sieger wurden. Und wir gaben ihnen beiden die verdeutlichende Schrift und leiteten sie den geraden Weg. Und wir ließen für beide den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Moses und Aaron. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Sie beide gehören ja zu unseren gläubigen Dienern. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Auch Elias gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wie könnt ihr Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter. Da bezichtigten sie ihn der Lüge. So werden sie bestimmt vorgeführt werden, außer Allahs auserlesenen Dienern. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Elias. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Auch Lot gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als wir ihn und seine Angehörigen allesamt erretteten, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vertilgten wir die anderen. Ihr kommt ja an ihnen vorbei, bei Tagesanbruch und bei Nacht. Begreift ihr denn nicht? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Auch Jonas gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als er zum vollbeladenen Schiff davonlief, er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Da verschlang ihn der große Fisch, während er sich Tadel zugezogen hatte. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Da warfen wir ihn auf das kahle Land, und dabei war er krank. Und wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen. Und wir sandten ihn zu 100,000 oder sogar noch mehr. Da glaubten sie, und so gewährten wir ihnen Nießbrauch auf Zeit. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Frage sie doch nach ihrer Meinung. Gehören deinem Herrn etwa die Töchter und ihnen die Söhne? Oder haben wir die Engel als weibliche Wesen erschaffen, während sie anwesend waren? Dabei ist es fürwahr aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen, Allah hat gezeugt. Wahrlich, sie sind Lügner. Hat er die Töchter vor den Söhnen auserwählt? Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Bedenkt ihr denn nicht? Oder habt ihr eine deutliche Ermächtigung? Bringt doch eure Schrift bei, wenn ihr wahrhaftig seid. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. Und sie stellen zwischen ihm und den Dschinn eine Verwandtschaft her. Aber die Dschinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben, außer Allahs auserlesenen Dienern. Ihr aber und das, dem ihr dient, könnt niemanden gegen ihn verführen, außer denjenigen, der dem Höllenbrand ausgesetzt wird. Und es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen. Und wahrlich, wir sind es, die preisen. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. Und sie pflegten zu sagen, wenn wir nur eine Ermahnung gleich derjenigen der früheren hätten, dann wären wir fürwahr Allahs auserlesene Diener. Dennoch verleugnen sie ihn, aber sie werden es noch erfahren. Es erging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Und wahrlich, unsere Herrscher ist es, die Sieger sein wird. So kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab und sieh sie dir an, auch sie werden sehen. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Wünschen Sie denn unsere Strafe zu beschleunigen? Wenn sie sich aber in ihre Höfe niederlässt, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein? Und kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab. Und sieh zu, auch sie werden sehen. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten. Und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.